Das ist die Aufzeichnungsfunktion. Dafür muss ich die Taste zum Drücken, Ducken drücken, damit ich die anderen ausschalten kann. Deswegen hüpft er immer so komisch. Ein- und ausschalten. Ich schalte an, ich schalte aus. Ich schalte an, ich schalte aus. Hüpf, 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 hüpf. So. Sei froh, dass ich mit meinem Alter mich noch so bücken kann. So. Genug Internet so. Also, weiter geht's. Was für ein Ding? Ich meine, da leuchtet irgendwas, aber er nimmt das nicht da. Zumindest gerade was glänzt. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Luthes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Okay. Comstockhaus ist also nicht der Regierungssitz von Comstock, sondern Comstockhaus ist das Irrenhaus. Okay, das ist ein wenig merkwürdig. Ich würde sagen, als nächstes machen wir die Pistole leer. Steigende Mordlust. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 wird der Schaden der Waffe erhöht. Wird 10 Sekunden nach dem letzten Kill zurückgesetzt. Okay. Das könnte ja interessant sein. Was haben wir jetzt an? Ich will ja zu entdecken sein. Ah, okay. Na, dann ziehen wir das an. Nein, ich wollte es anziehen. Das können wir ja auch. Lieber das noch. Da war's. Ausrüstung. Nein, da war es nicht. Waffen. Kräfte. Oxophone. Nicht. Komm, ich lese mal das mal durch. Dann gehen wir nach oben. Oh ja, Juli hat wieder eine Ecke entdeckt. Wo war das denn? Es dauert mir jetzt so lang. So, dann hat das Ding Pech gehabt. Dann lassen wir es so, wie es ist. So, wo kriegen wir die neuen Waffen? Hier in der Ecke. Okay, alles klar. Falls wir Waffe brauchen. Genau. Okay. Aha. Hier wird offensichtlich alles exzessiv beobachtet. Ja, warum ist die große Frage? Das sieht doch danach aus. Die Pistole, die nützt uns aber nichts. Da ist der Schalter. Und da ist ein Foxophon. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt.
Er war. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Jetzt ist er meine Letzte. Ab in Deckung! Er war doch eben noch da! Ich bin immer noch da. Du bist ein Mann! Nächster, bitte. Muss nachladen. Nächster, bitte. Das ist deine Schuld. Ich würde hoffen, dass das meine Schuld ist. Hinterher! Sonst hätte ich auch ein Schusstraining machen müssen. Oh, war das immer noch meine Schuld? Hä? Hä? Wen gibst du jetzt die Schuld? Hä? Hä? Ja, Maschinengewehr. Eigentlich wieder was Vernünftiges. Jawoll. So sieht das richtig aus. Aber nehmen wir erstmal die Pampe. Ich glaube, da muss ich hier komplett durch, ne? Da liegt nämlich noch Muni da hinten. Einfach Schuss. Jawoll. Und wir wissen ja, Pistole ist nicht so dolle, ne? Nicht so effektiv. Spawn, scheiße. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Wir können uns einen neuen Karabiner holen, fällt mir gerade ein. Da hing ja noch einer. War der auch noch? Irgendwo an der Wand hing der. Hier auch nicht. Wir waren doch irgendwo. Ah, da hinten. Ah, ne, ist Kommunikation drin. Dann bleiben wir dabei. Nee, nee. Na, das ist eine Schrotflinte. Die hat nur 24 Schuss, das macht keinen Sinn. Ich komme! Elizabeth! Gosh. Immer, damit ich auch heute noch kräftig zuschlagen kann. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, Elizabeth, die ich mir aussuche. Halt durch! Und wenn ich ihn herhole,
Wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Was? Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Okay. Das heißt, Elisabeth ist gar nicht mehr. Das Operationstheater, okay. Heißt das das? Siehst, Booker. Leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Das klingt wie eine alte Frau. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elisabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Oh, oh. Elisabeth ist eine alte Frau. Ja. Das alles ist schon Jahre her, sozusagen. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Okay. Das heißt, wir sind wieder zurück in der Vergangenheit, ne? Das sieht so aus, ja. Ich bin zurück. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Ich hatte es geahnt. Das Spiel Elizabeth! Ist noch lange nicht vorbei. Ihr zwei da oben! Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine ein! Wenn sie... Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Nee, das glaube ich nicht, Junge. Das glaube ich nicht. Da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Können wir sie nicht irgendwie ruhig stellen? Naja, der Prophet sagt, der Schmerz ist schon die halbe Miete. Wenn der Körper schreit, wird der Geist suchen. Hören Sie diese Schreie in der Wind? Das ist das Resultat Ihrer Einmischung. Sie haben meine Tochter im Blut. Ist nicht Ihre Tochter! Thank you.
Oh, jede Menge von den Scheißdingern. Kommt her! Sieh die hier aufhören! Ich schneid dir das Hirn! Ja, ich geh auch. Ja, ja, sagt wer. Okay, hier müssen wir also später durch. Habe ich ein bisschen zu offen nach meinem Geschmack. Super. Heftet euch an seine Fersen. Umgeht ihn.
Attacken auch. Elisabeth ist gerade sauer gewesen. Elisabeth, ich bin gleich da! Okay. Die Ärmste. Okay, wie mache ich sie jetzt los? Ah, da. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Du warst wahrscheinlich vorhin in der Matrix. Komm, hilf mir. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Tja, höhere Bildung freigeschaltet. Was immer das in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Elizabeth ist beschäftigt. Ich bräuchte hier Hilfe. Das dürfte schnell gehen. Bitte sehr. Danke. Dann können wir mal wieder einen guten Schluck nehmen, sozusagen. Ah, ne, ist voll. Also, mit dem Salz anheben. Perfekt. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Dann. Tja, der nächste Speicherpunkt. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Ich würde sagen, wir enden hier nochmal die Folge. Und wir sehen uns dann morgen noch einmal. Bis dann. Tschüss.